nach New York. Relativ entspannt kamen wir nach 8 Stunden Flug am frühen Nachmittag in New York an. Einer unerwarteten, entspannten Einreise und einem stresslosen Hotel-Shuttle verdanken wir unsere frühe Ankunft im Skyline Hotel in Manhattan Midtown, keine 10 Minuten zu Fuß vom Times Square entfernt. Natürlich waren wir durch die 6 Stunden Zeitverschiebung müde und kaputt, aber unser Tatendrang war so groß und so starteten wir nach einer kleinen Pause unser New York-Abenteuer. Der weltbekannte Times Square war unsere erste Station. Hier beeindruckte uns das bunte Treiben, die gigantischen Leuchtreklamen und die unzähligen Theater, Musicals, Geschäfte und Fastfoodketten. Geprägt wurde das Bild von vielen Menschen. Sehr vielen Menschen. Und noch mehr Menschen. Mit den ersten großartigen Eindrücken schlenderten wir bei zunehmender Dunkelheit durch die Straßen und bestaunten zur Rush-Hour die riesige Halle der Grand Central Station. 1913 wurde das Terminal als Kopfbahnhof eingeweiht und ist bis heute der Bahnhof mit den meisten Gleisen weltweit. 67 Gleise enden an 44 Bahnsteigen in 2 Ebenen. War die Halle noch vom pompösen Glanz geprägt, sah es auf den Gleisen schon etwas anders aus. Dies ist aber genau der Charme, der das Subway-Fahren in New York ausmacht. Nach den ersten Eindrücken vom Leben in New York gingen wir über den nun im vollen Licht der Glanz erstrahlenden Times Square zurück zum Hotel und waren jetzt wirklich müde und kaputt. Der Betten war die erste Hotelnacht erstaunlich gut und man konnte es kaum glauben, sogar relativ ruhig. Wir ließen uns das herzhafte Frühstück beim angrenzenden Mexikaner schmecken und freuten uns auf den Tag. Selbst ich, wo ich immer nur süßes Frühstück zu mir nehme, bin direkt am ersten Morgen umgestiegen aufs Hartprogramm herzhaft. Dafür ging es heute vom Times Square nach Lower Manhattan. Bei der Ankunft wurden wir von der ganz in Weiß gehaltenen riesigen World Trade Center Mall mit ihrer abgefahrenen Architektur überrascht. Da wir heute noch keinen Nerv zum Shoppen hatten, fuhren wir als erstes hoch zur Aussichtsplattform des neuen One World Trade Centers. Das Gebäude ist mit 541 Metern Höhe zurzeit das 6. höchste Gebäude der Welt. Welcome to One World Observatory. Leider war es etwas trübe und dunstig, aber der Blick auf die 9 Millionen Stadt aus der 102. Etage in 406 Metern Höhe war trotzdem einzigartig. Wir hatten viel Spaß dabei, die unterschiedlichen Hochhäuser aus der Vogelperspektive zu erkunden. Dabei wurden wir allerdings immer wieder an die schrecklichen Terroranschläge vom 9.11.2001 erinnert. Heute sind an der Stelle der zerstörten Zwillingstürme 2 riesige Wasserbecken entstanden, die genau dem Grundriss der Türme entsprechen. Alle Namen der 2983 damals ums Leben gekommenen Menschen sind in einer Kupferumrandung eingefräst und künstliche Wasserfälle fallen 9 Meter in die Tiefe.
Das angrenzende Museum gehörte für uns zum Pflichtprogramm. Durch den hohen Eintritt bekommt man zwar auch das Gefühl, hier wird eine Tragödie kommerziell ausgeschlachtet, aber nachdem wir uns über viele Stunden die gigantische Ausstellung angesehen hatten, waren unsere Gedanken nur noch bei den Opfern und dieser unglaublichen und immer noch sehr präsenten Katastrophe. Eine riesige Ausstellung. Absoluter Hammer, da kann man das Ganze nochmal miterleben. Also schon ein bisschen deprimierend, wenn man das alles nochmal sieht. Die Bilder, die einem ja immer noch bewusst waren im Kopf, weil man hat es ja damals live miterlebt. Nachdem wir uns wieder etwas gesammelt hatten, schlenderten wir noch etwas durch den Finanzbezirk. Haben einen ersten Blick auf die Brooklyn Bridge geworfen. Und haben das ein oder andere Café unsicher gemacht. Heute mussten wir feststellen, dass New York doch eine Stadt ist, die schläft. Durch die 6 Stunden Zeitverschiebung waren wir natürlich sehr früh wach und suchten vergeblich ein Café zum Frühstücken. Selbst an dem sonst so belebten Times Square war nichts los und so haben wir morgens um 6 Uhr als Notnagel den McDonald's besucht, der zum Glück auf hatte und es war ja allemal besser als nix. Auf unserem heutigen Plan stand die Brooklyn Bridge. So wie es im Reiseführer empfohlen wurde, sind wir mit der Subway bis nach Brooklyn gefahren, um dann später zu Fuß über die Brücke zurück nach Manhattan zu laufen. Als erstes sahen wir allerdings nicht die Brooklyn Bridge, sondern die Manhattan Bridge, die aber nicht weniger beeindruckend war. Perspektiven auf die riesigen Brückenpfeiler zwischen den Backsteingebäuden war grandios und ich hätte Stunden mit Fotografien verbringen können. Diese Ecke heißt übrigens Dumbo. Dumbo steht für Down Under the Manhattan Bridge Overpass und bezeichnet das Wohnviertel zwischen den beiden Brücken. Die Brooklyn Bridge ist eine der ältesten Hängebrücken der USA und eines von vielen Wahrzeichen New Yorks. Die Brücke wurde 1883 fertiggestellt und war damals die längste Hängebrücke der Welt. Die Brücke beeindruckt mit einer Länge von knapp 2 Kilometern und einer Breite von 26 Metern mit 6 Fahrspuren sowie einem separaten Fuß- und Radweg. Für mich war jedoch der Sonnenuntergang und das anschließende Licht der Meer, der Skyline, ein absolutes Highlight. Auch wenn ich die Bilder schon 1000 Mal irgendwo gesehen habe, so ist es doch was ganz Besonderes, dieses Bild jetzt selbst gemacht zu haben. Endlich hatten wir auch ein Restaurant gefunden, wo es für extrem Frühaufsteher auch schon vor 7 Uhr Frühstück gab. New York ist eine Stadt, die ist hektisch, die pulsiert, die ist sogar stressig, aber absolut sehenswert. Wir starteten mit dem High Line Park, danach wollten wir uns den Flugzeugträger am Hudson River anschauen und als krönenden Abschluss den Sonnenuntergang auf der Aussichtsplattform des Rockefeller Centers genießen. Auf einer ehemaligen Hochbahntrasse der Subway kann man heute auf 2,5 Kilometer Länge in einer außergewöhnlichen Grünanlage New York aus ganz unterschiedlichen Perspektiven oberhalb des hektischen Treibens genießen. Die unterschiedlichen Ausblicke, die vielen Sitzgelegenheiten und das ganz spezielle Flair haben uns gut gefallen. Flugzeugträger Intrepid gehört zwar nicht unbedingt zu den Top-Sehenswürdigkeiten von New York, aber wir wollten uns das gewaltige Schiff mit seiner Geschichte trotzdem mal ansehen.
Schiff war während des Zweiten Weltkriegs im Pazifik unterwegs und hatte später etliche Einsätze im Vietnamkrieg. Seit 1982 liegt es als Museumsschiff am Hudson River. Sieht der Flugzeugträger von unten noch riesig und gewaltig aus, ändert sich das oben auf dem Flugdeck. Man kann es sich kaum vorstellen, dass es möglich war, hier Flugzeuge zu starten und zu landen. Die Fläche erscheint einem viel zu kurz und man bekommt nur vage eine Vorstellung, welche Kräfte beim Beschleunigen und Abbremsen der Flugzeuge auf den Piloten wirkten. Rockefeller Center ist ein riesiger Gebäudekomplex mit 19 Hochhäusern und erstreckt sich über drei Straßenblocks. Uns interessiert aber nur das Comcast Building, in dem die Aussichtsplattform Top of the Rock war. In 259 Metern Höhe kann man mit komplett freier Sicht nach Midtown schauen und das alles überragende Empire State Building in voller Pracht bewundern. Die Aussicht war bis zur Südspitze Manhattans und dem ebenfalls alles überragenden One World Trade Center möglich. Für mich ist Top of the Rock die beste Aussichtsplattform New Yorks und wir haben trotz Kälte bei strahlend blauem Himmel den Sonnenuntergang bis zur Dunkelheit und dem dann entstehenden fantastischen Lichtermeer genossen. Und was die Mietpreise angeht, auch teuerste Straße der Welt ist die 10 Kilometer lange Fifth Avenue. Bei einem Mietpreis von $30.000 für einen Quadratmeter pro Jahr ist klar, dass hier nur die wirklich noblen und alteingesessenen Läden zu finden sind. Ja, hier der Trump Tower. Jetzt ist die Pappnase Präsident. Aber das Gebäude ist schon beeindruckend. Unsere Shoppinglaune immer noch nicht den Höhepunkt erreicht hatte und unser Budget das auch nicht hergab, bestaunten wir nur die gewaltigen und sehr schön weihnachtlich dekorierten Schaufenster. So, in unserer Not sind wir jetzt gerade im Starbucks gelandet. Haben hier da irgendwie so ein Ciabatta-Brötchen gegessen, einen Kaffee und einen Kakao getrunken und jetzt hier noch einen Nachtisch. $30. Und der ganze Spaß kostet $30. Also New York ist schon kein billiges Pflaster hier. Aufgewärmt hatten, machten wir einen kleinen Spaziergang durch den Central Park. 1873 als Landschaftspark fertiggestellt, besuchen heute an manchen Tagen 500.000 Menschen die grüne Oase zwischen den Hochhausschluchten. Von 4 Kilometern und einer Breite von 860 Metern wird der Park auch als die grüne Lunge New Yorks bezeichnet. Bei einem kleinen Spaziergang ohne die gewohnten Menschenmassen hatten wir immer wieder schöne Ausblicke auf die umliegenden Hochhäuser.
haben wir bei strahlendem Sonnenschein ein hervorragend schmeckendes Stück Pizza am Broadway genießen. Ja, wir sitzen jetzt hier direkt am Times Square und diese ganze Schlange hier, die stehen alle an für Tickets, und zwar Standby-Tickets für heute Abend für irgendein Musical. Das ist der Wahnsinn. Also hier hinter der Treppe, da ist dieser Ticketschalter. Aber wir gehen heute Abend in König der Löwen und haben ein Ticket. Später am Abend könnten wir uns einen Burger im Hard Rock Café, bevor wir uns das Musical The Lion King im Minskow Theater nun auch mal in der englischen Version anschauen. Machten wir eine Bootstour rund um Manhattan. Zweieinhalb Stunden fuhren wir gemütlich vorbei an Midtown und konnten die Freiheitsstatue aus nächster Nähe sehen. Wir sahen das klassische Panoramamotiv von der Südspitze Manhattans und durchfuhren etliche Brücken auf dem East River. Tolle Gebäude und Aussichten hatten wir von der Ostseite auf Midtown, wo sich das Empire State Building immer wieder zwischen den anderen Hochhäusern zeigt. Manhattans wurde es zunehmend grüner und die Hochhäuser wurden deutlich weniger. Dies hätten wir in Manhattan so nicht erwartet. Als wir wieder auf dem Hudson River waren, durchfuhren wir die gewaltige George Washington Bridge und kurze Zeit später legten wir wieder am Pier 83 an. Verbrachten wir zum großen Teil in Kaufhäusern und Shops. Allen voran natürlich das Macy's. Als größtes Kaufhaus der Welt war es aber ein Monster mit seinen Dimensionen und Angeboten. Selber stricken, oder? Zum Glück gab es auch noch genug andere kleine Läden und das ein oder andere Kleidungsstück schaffte es dann doch, bedingt durch gute Black Friday-Angebote, in unseren Koffer. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Form, die an ein Bügeleisen erinnert, gehört das 91 Meter hohe und 1902 erbaute Flat Iron Building zu den Wahrzeichen New Yorks. Die Macy's
Macy's Thanksgiving Parade findet jedes Jahr am 4. Donnerstag im November statt und zieht bis zu 3 Millionen Besucher an die Strecke. Interessant fand ich, dass im Gegensatz zu unseren Rosenmontagszügen die Parade keine politischen Themen aufgreift. Ja, New York, jetzt eine Woche rum. Heute geht's heim. Wir werden jetzt noch ein bisschen hier durch die Straßen schleichen. Und da freuen wir uns natürlich jetzt auch wieder auf unser ruhiges, beschauliches Wallau. Nach über 200.000 Schritten, das sind ca. 150 Kilometer, haben wir New York verlassen. Da wir uns jetzt hier auskannten und sowieso ein Wochenticket für die Subway hatten, sind wir mit der Bahn zum John F. Kennedy Airport gefahren. Mit nur einmal umsteigen und $5 extra für den AirTrain war das überhaupt kein Problem. Der Flug dauerte bedingt durch guten Wind nur 7 Stunden und so kamen wir relativ entspannt morgens in Frankfurt an. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Dies ist eine Durchsage. Der Flug ist Little Wind angekommen aus New York mit Singapore Airlines. Gute! Ah ja, bei den Schuhen hätte ich jetzt auch gesagt, dass man die aufziehen muss. Auch, alle Frauen, alle. Geht nicht. Die Schnauze voll hier, Macy's. Ja, wir waren jetzt insgesamt 5 Minuten hier drin und gehen schon wieder raus, weil es einfach furchtbar ist. Samstagabends, so voll der Laden hier. Und hier kommt sie, die einzig wahre. Jetzt ist grün. Ich mag das nicht, so dieses Süße. In Verbindung mit dem Speck und so. Boah, das geht ja gar nicht.